Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Start in den Tag und konntet gut schlafen. Wir machen heute den Abam September. Oh Gott, ich verschluck schon wieder ganze Buchstaben. Ja, und zwar ist diesen Monat das Thema dran, ein Märchenhaus. Und so wie ihr mich kennt, suche ich mir immer so Dinge raus, die immer so, keine Ahnung, also für mich eigentlich unmachbar sind. Und ich habe mir dieses Mal rausgesucht, ein Hobbit-Haus zu machen. Ich bin mal echt gespannt, ob wir das hinbekommen. Ich schalte gleich mal rüber, dass wir anfangen. Jo, da sind wir doch schon. Gehen wir auf Spielladen, Bau-Challenges. Ich habe einen kleinen Sim erstellt, eine Simmin. Die Frodina Beutelmeier. Ist überhaupt nicht, ne? Zwinker auffällig. Der werden wir jetzt ein schönes Häuschen bauen. Zumindest hier schon mal anfangen. So, ich habe ein ganz kleines Grundstück genommen, weil es ist ja eigentlich unterirdisch. Und es ist auch nicht... Also ich sag mal so, ich habe es ein bisschen ausprobiert. Es ist nicht so einfach, wie man denkt. Es sieht auch ein bisschen komisch aus, weil ich hinten nicht flach runtergehen kann und so. Aber das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Mal gucken, ob wir das nicht doch ein bisschen deichseln können. Gut, ich fange einfach mal an und ja... Ja, mach mal. Also das wird mal wieder so ein Teil mit unterm Dach bauen, ne? Was ich ja sowas von liebe. Huch! Ricky! Boo! Macht der Boo! Im vierten Monat. Vielen Dank. Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's doch gut. Subs! Guten Morgen! Na, alles fein! Ich hab's gestern leider nicht mehr geschafft, deswegen habe ich gedacht, komm, fangen wir heute an. Es ist gestern einfach nicht gut gewesen bei mir. Ging einfach nicht. Ja, aber was soll's, ne? Packen wir es einfach an. So, unseren Testsim haben wir ja schon hier. Ich hoffe, dass sie da drunter kommt. Ja, soweit. Das freut mich, Saps. Das freut mich. Bisschen ärgerlich, dass da hier in der Mitte dann doch so ein Streifen ist, ne? Die üblichen Leiden, jetzt zum Hof, Bus abstellen und Pause bis 15 Uhr. Oh, das ist auch doof, oder? Das ist doch Kacke. Da kannst du doch auch nicht sagen, ja, ne?
Weiß jetzt nicht, ob sich das lohnt, dass du dann noch mal heimfährst oder so. Ne, komm, da wird sich doch was finden. Wenn, nehmen wir erstmal einfach das hier. Fünf Minuten bis heim. Ah, machst du dann Pause zu Hause? So, da hatten wir hier mal was Schönes gehabt. Warte mal, ich hatte, glaube ich, ein Fenster. Die hier auf jeden Fall. Ach, ich hab. Ja. Warum denn auch? Ich fange an zu bauen und vergesse, Move Objects zu machen, ne? Klar, Assiste, dann geht's doch, dann geht's doch. So, jetzt geht's doch. Da gab's ein Magiefenster. Wo ist dann das jetzt noch mal hin? Da, das hier war das, glaube ich. Aber wenn du dann heimfahren kannst, ist doch top. Das ist doch dann top. Dann kannst du wenigstens zu Hause deine Pause verbringen und hast dann noch ein bisschen Ruhe. So, und hier hatte ich einfach eine normale Tür noch mit reingebastelt. Wo ist sie denn jetzt nochmal? Ich glaube, das war die hier. Ist wieder Scheißendreck, ne? Mit den Farben wieder. Aber ich stelle die jetzt mal hin. Mal gucken, ob wir hier noch eine andere Farbe finden. Sind ja offiziell zwei Dienste. Ah, okay, gut. So kann man es natürlich auch machen, ne? Die Farbe ist doch okay. Muss die da sein, glaube ich. Der Rest ist immer zu viel, also zu hell, zu dunkel. Das Rot, ich weiß nicht. Wir könnten es auch mal in Rot probieren. Aber ich glaube, ich hatte diese Tür hier drin, ne? Obwohl in Rot sieht sie auch nicht schlecht aus, ne? Was wir in unserer Freizeit machen, ist unsere Sache. Ja klar, natürlich. Aber, ne? Finde ich jetzt ein bisschen komisch von deinem Betrieb, sag ich mal. So, schauen wir mal, ob wir hier irgendwie was farblich finden, wo dazu passt. Ah, ich mag diese runden Fenster einfach, ne? Das ist so ein Ding, das passt da richtig gut dazu. Die passen doch eigentlich relativ gut.
Nur schade, dass du die Fenster nicht ohne irgendwas drin hast. Vielleicht versuchen wir dann doch lieber das hier. Schau an. Gut. Da werden sie schon abgelöst, die Armen. So, sehr schön. Also wir werden heute auch nur das Grobe machen, sage ich ganz ehrlich. Ich krieg das irgendwie nicht hin, dass mein Better Build Buy funktioniert. Ich muss da nochmal nachgucken. Ich habe das heute Morgen jetzt nochmal versucht, aber es ging überhaupt nichts. Muss ich nochmal gucken, wie das, wie ich das irgendwie eingestellt bekomme. Ich finde das ein bisschen arg groß, aber wir lassen es einfach mal. Hauptsache die Sims kommen da auch noch rein. Das muss ja irgendwie auch gewährleistet sein hier. So, hinten mache ich keine Fenster. Das Problem ist halt, ich würde halt gern hier so wie das Dach so runtergehen, aber es funktioniert nicht. Ich habe es mal versucht mit einem anderen Dach dran und nee, Leute, es ist einfach Blödsinn. Es funktioniert einfach nicht. Also ich kann es euch gern mal zeigen. Das ist nämlich das Problem auch, dass die Dächer dann irgendwie so komisch klitschen. Guck, das ist einfach nix. Ist einfach nix. Obwohl, so könnte man es eigentlich schon fast machen. Da müsste ich nicht mehr so viel verstecken, ne? Müsste man halt nur gucken, dass es innen drin auch einigermaßen aussieht. Ist halt blöd, ne? Mit diesen Kanten hier. Naja, was willst du machen? Was willst du machen? Aber, ne? Da könnte ich wenigstens sagen, ja. Weil ich muss es eh umbauen. Ne? So hätte ich dann eine Gerade. Gucken wir mal rein. Vielleicht funktioniert das ja auch so. Vielleicht sehen wir nicht so viel Dach. Doch, es ist einfach da. Also lassen wir es einfach weg. Da muss ich halt ein bisschen mehr basteln. So, weg mit dir. Weg mit dir. Jetzt gucken wir nochmal rein. Gut, sehr gut. Dann haben wir hier, möchte ich ein Badezimmer einbauen. So, nehmen wir doch diese Tür hier. Ich finde, diese Türen passen auch unheimlich gut zu so einem Hobbithaus, ne? Aber ein Hobbithaus hat halt eine runde Tür und deswegen musste man halt das ein bisschen basteln mit dem Fenster. So, und jetzt schauen wir mal, dass wir hier einen Boden reinkriegen. Aber erstmal geschlossene Räume machen. Das machen wir am besten mit einem Zaun. Wie sieht es denn mit dir aus? Gibt es dich in Braun oder sowas? Anscheinend nicht so, ne? Schon ein bisschen schade. Hier, da, der hier vielleicht. So, vielleicht mal gucken, ob das funktioniert hier. Ja. Gut, man sieht es ein bisschen, aber das wird man später nicht mehr sehen. Kommt ja noch viel Grün außenrum. Ihr wisst ja, ich bin da extrem in diesen Sachen mit Außendekoration und so. Innen nicht so, aber außen mache ich unheimlich gerne. Hi Gese, na, alles gut bei dir? Ja, also diese kleinen Striche, die sieht man dann später gar nicht mehr. Wie schon gesagt, es kommt viel Grün außen rum, aber ich wollte jetzt mal geschlossene Räume haben da drin.
Lilo, na du, alles gut? Alles okay, Arbeit nervt, aber sonst alles gut. Das ist ja, aber Arbeit nervt immer, ne? Und bei dir? Ja, also, ne? Geht besser seit gestern, nur wollte ich gestern schon anfangen, aber es ging einfach nicht. Ich hatte echt Probleme gestern und dann habe ich die Zeit dann genutzt, für die Steuer zu machen, weil ich ein Gewerbe anmelden muss. Und da habe ich das ein bisschen geregelt. Ja, also, ne? Ein bisschen stressig gestern gewesen. Halt vom Gesundheitlichen ging überhaupt nichts, aber es ist heute schon wieder besser. So, schauen wir doch mal hier. Boden. Nehme doch natürlich einen Steinboden. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich habe noch nie ein Bad von einem Hobbit gesehen. Ich denke mal nicht, dass sie unbedingt Fliesen haben. Ich denke mal, dass sie da einen Steinboden drin haben. Ich weiß nicht, der ist auch nicht gerade hübsch und das Gitter nervt mich schon wieder. Weg mit dir. Oh nein, gut, dass es heute schon besser ist. Ja, das ist halt bei mir. Ist halt bei mir so phasenmäßig, ne? Manchmal kann das sogar eine ganze Woche gehen, manchmal dauert es auch nur 1, 2 Tage und dann ist es auch schon wieder relativ gut. Warum gibt es denn den Boden nicht in anderen Farben? So, machen wir es doch mal so. Das Problem ist jetzt natürlich auch, weil wir nur Dächer haben, ne, habe ich halt das Problem, dass ich überall diese Tapete hier habe und dass ich hier eigentlich kein, wie soll ich sagen, keine Tapete dran machen kann. Da können wir vom Glück sagen, dass es so einigermaßen zu den Steinen hier jetzt passt. Dass man sagen kann, ja gut, das ist halt so gestrichen, ne? Stefan, huhu, na du, alles gut? So, aber wieder runter mit der Wand hier. Wir wollen jetzt mal nach dem Badezimmer gucken. Also, wie schon gesagt, ich habe in den Filmen nicht ein Badezimmer von den Hobbits gesehen, ne? Also, da muss ich dann irgendwie auf gut Glück machen. Jopp, alles gut. Und selbst, ja, alles wieder ein bisschen besser. War gestern nicht so berauschend. Ich habe vorgestern mich gewagt, ein Stück Wassermelone zu essen. Das hat mich ziemlich gequält, sag ich mal. Aber naja. Ist halt so. Ist selbst schuld, wenn ich sowas esse. Ich weiß, dass ich es nicht vertrag. Aber manchmal kannst du einfach nicht, ne? Da willst du einfach auch mal was essen. Und wenn es nur ein Stück Wassermelone ist. Gestern habe ich gelernt, wie man die Strohdächer nimmt. Dann ist die Innenseite vom Dach auch so gefärbt. Wäre das einen Versuch wert? Ja, schon. Aber das Problem ist, der Hobbithaus, ne? Das ist ja unterm Gras. Wenn ich jetzt hier Stroh drauf mache, warte mal, ich mir gucken mal. Sieht das, glaube ich, nicht mehr so nach Hobbit aus. Da, guck, wenn ich das jetzt so mache. Was mache ich denn? Guck. Also sieht von außen ja auch kein nicht mehr so hobbitmäßig aus, ne? Gibt's auch einen helleren Grün? Okay, da müssen wir mal gucken. okay. Ah, das meinst du wahrscheinlich.
Ja, aber dann wird's wieder normal hier unten, guck. Schade, das wäre natürlich auch cool gewesen, ne? Also Landhaus geht nicht, das macht's mir wieder normal. Und Inselleben gibt's leider nicht im Grün. Nee, dann lassen wir es einfach so mit unserem grünen Dach. Aber trotzdem danke für den Tipp. Wir lassen es jetzt einfach mal so. Ich muss hier oben auch noch Gras drauf machen und so, dass man hier den Strich nicht mehr so sieht. Aber das kriegen wir schon alles hin. Wie schon gesagt, heute machen wir mal das Grobe, weil ich mit Better Build By irgendwie ein Problem habe. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Muss ich einfach mal gucken, wie ich das dann wieder zum Laufen kriege. Was? Bei meinem Haus gestern hat das funktioniert. Nico hat mir den Tipp gegeben und ich so mindblown. ja, bei mir nicht. Schade. Schade, dass es nicht geht. Aber ein Versuch war es wert, ne? Machst du auch ein Hobbithäuschen? So, was hat ein Hobbit für ein Klo? Ist auch so eine Sache, ne? Siehst du ja nicht richtig. Ich finde das eigentlich... Aber, naja. Nehmen wir einfach mal so eins. Ja, ich stelle es jetzt einfach mal so mitten rein, dass ich gucken kann. Müssen wir eh erstmal gucken, wie weit die Simmen hier hinten dran kommt und so. Und dann können wir immer noch weiter gucken. Das ist ja eigentlich auch nicht schlecht, ne? Die haben bestimmt kein Klo im Haus, sondern eine extra Hütte draußen mit einem Plumpsklo. Das ist auch eine Idee, ne? Das ist auch eine Idee. Weil, ehrlich, also in den Filmen, oder habt ihr mal ein Badezimmer von einem Hobbit gesehen? Gehen Hobbits überhaupt auf Toilette? Das ist so eine Sache, ne? Die essen ja eigentlich viel, also müssten sie eigentlich mindestens mal ein Klo haben. Nie habe ein Haus im Dutch Kolonialstil fertig gebaut. Sorry, wenn ich es falsch ausspreche. Ich kann mir auch überhaupt nichts drunter vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Müsste ich mir mal googeln, was das ist. Ich würde den draußen so ein Blumsklo machen und eine alte Badewanne draußen, so wie eine Blechwanne als Waschschüssel. Das ist auch cool, ja. Das ist auch cool. Könnten wir eigentlich machen. Warte mal, wir gucken uns das mal an. Aber dann eher hinterm Haus, denke ich mal. Du meinst eh, so ein kleines Blumsklo. Soll ich dann nochmal so einen Hügel machen? Warte mal, dann machen wir uns nochmal so einen Hügel. Ich glaube nämlich nicht, dass Hobbits gerne baden. Ich habe keine Ahnung, ne? Ich bin keiner. Ich habe zwar manchmal Hobbitfüße, wenn ich wieder barfuß rumlaufe und den ganzen Dreck irgendwie vom Hof oder sowas an die Füße kleben habe. Sagen wir immer, Hobbitfüße, aber, ne? Aber baden tue ich schon, doch schon ziemlich gern. Ein Hobbit-Bad stelle ich mir holzig und mit Steinwänden vor. Als Waschtagpack und das Diva-Klo aus Holz. Ja, stimmt. Ja. Und die selbstgemachte Badewanne. Ja, das ist so. Ja, stimmt. Habt ihr eigentlich recht, ne? So richtig
alt-rustikal, so ein bisschen, ne? Habt ihr schon recht. So, jetzt muss ich aber mal gucken. Da müsste ich ja hier hinten nochmal so ein Hügelchen hinmachen. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Dass es irgendwie doch noch ein bisschen zusammenpasst. Vielleicht so eins. Das wäre auch eine Idee für hier hinten, gell? Aber es ist halt die Frage, ne? Backt das dann da rein? Ich habe keine Ahnung. Das wäre echt besser für hier zum Beispiel. Guck mal. Ah, guck mal an. Da müsste ich auch nicht mehr so viel verstecken und das glitscht nicht mehr so extrem. Warte mal. Warte mal, ich guck gleich wegen dem Klo. Das ist doch viel besser. Guck mal an. Das ist doch viel, viel besser. Könnte ich hier hinten nochmal wie eine Speisekammer oder so, ne, fürs ganze Futter reinmachen. Und dann müsste ich hier nicht mehr so viel verstecken. Ich glaube, das mache ich auch so. Das gefällt mir jetzt gerade. Gut, ne, gefallen ist halt Ansichtssache. Aber wie schon gesagt, das siehst du von außen eh dann gar nicht mehr. Ich muss das ja alles noch verstecken und umbauen und alles. Hobbits mögen es auch doch sehr komfortabel und angenehm und so, als denke ich schon, dass sie gerne in der Wanne liegen und sich entspannen mit Gürkchen auf den Augen. Ja, mit den Gürkchen auf den Augen. Ich denke eher mit der Pfeife im Mund und das Essen so nebendran stehend. Aber kann ich mir auch gut vorstellen, beim Wein und mit ein bisschen Essen und so, ne? Naja, schön ist anders, aber ne, was willst du machen? Vielleicht bastel ich da auch noch ein bisschen dran rum. Speisekammer, unbedingt, gell? Also, die brauchen definitiv eine Speisekammer. Ich weiß noch ganz genau, wie die Zwerge auf einmal bei dem älteren Hobbit da aufgetaucht sind. Mir fällt der Name nicht ein. Ich bin eigentlich total der Herr der Ringe-Fan. Und die Speisekammer total geplündert haben und er hat fast geheult. Fand ich gut. Fand ich richtig gut. So, jetzt gucken wir aber mal. Plumpsklo. Ich glaube, dann. Ja, doch. Nee, dann machen wir das mal auf die Ecke vielleicht. Nehmen wir nochmal so eins. Mal gucken, ob ich das da reinziehen kann, ohne dass es da wieder reinbackt hier. Hatte ich nicht eigentlich gesagt, ich mache sowas nie wieder? Ich tue nie wieder unter dem Dach bauen? Hatte ich eigentlich gesagt, ne? Jetzt mache ich es doch wieder. Also, wir können es nicht reinziehen, das backt da drin rum. Also machen wir es dann neben dran. Ein bisschen höher. Stimmt, Lilo, sogar zwei. Ja, vielleicht machen wir sogar noch einen kleinen Keller dazu oder so, dass man von der Speisekammer nochmal runterkommt in einen kleinen Keller, wo noch mehr Speisekammer ist. Für die Sachen, wo gekühlt werden müssen.
Das gefällt mir nicht, Leute. Das gefällt mir so überhaupt nicht. Warte mal. Machen wir das doch vielleicht so? Nein. Das sieht so bescheuert aus eigentlich, gell? Ich mach's mal grün, vielleicht ist es dann nicht mehr so schlimm. Doch, es ist genauso schlimm. Aber egal, jetzt mal. Die Worte hatte ich eben schon im Ohr, als ich gesehen habe, was du baust. Okay. meine Nachricht hervorheben. Mit Shift und ich meine C hast du nicht mehr die Punkte. Was? Nicht mehr die Punkte, um das Netz zu bearbeiten. Okay, Moment mal. Ah, danke schön. Nee, aber viel kann man da auch nicht mehr verändern, ne? Viel kann man da dann auch nicht mehr ändern. Naja, gut. Ne? Aber ich baue das eh. Da kommt überall Gras drauf. Da kommen noch Büsche nebendran und alles. Also, ne? Das kriegen wir schon irgendwie hin. So ein bisschen arg groß. Vielleicht ist es so ein bisschen besser. Guck mal an. Guck mal an. Das ist dann noch besser hier. Weiß nicht, was ich für den Abern bauen soll. Ah, ich habe auch überlegt, ob ich überhaupt mitmachen soll, weil von der Zeit her wahrscheinlich wieder nicht schaffe, alles im Stream zu machen. Aber ich habe gedacht, wenigstens ein bisschen mitmachen. Wir nehmen. Nee, 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 nee. Ich wollte schon das Rotbraun haben. Wo ist denn das hin? So, dass es auch ein bisschen hier dazu passt. Ich mache diesmal keinen. Oh, schade. Ich habe jetzt gedacht, so, weißt du, so ein Märchenschloss oder so. Aber dann weiß ich weiß ganz genau, ich habe die Zeit einfach nicht, so ein riesen Märchenschloss zu machen. Da habe ich mir gedacht, na, machst du vielleicht das Haus von den sieben Zwergen? Dann habe ich gesehen, na, es macht schon jemand. Dann habe ich überlegt, was machst du denn vielleicht? Keine Ahnung, von den sieben Geißlein oder die Häuschen von den drei kleinen Schweinchen oder sowas. Weißt du, von den ganz alten Sachen oder Rotkäppchen oder sowas. Da ist mir dann auch nichts dazu eingefallen. Da habe ich gesagt, Moment, Hobbit ist doch eigentlich auch ein Märchen, ne? Ich verschwinde mal im Lurk. Noch ein bisschen auf dem Hof helfen. Bis später irgendwann. Alles klar, Stefan. Viel Erfolg und viel Spaß im Lurk.
brauche dafür Greenies Shell. Das ist gar nicht so einfach für mich, so einen modernen zu bauen. Oh ja, ich liebe modern bauen. Ich liebe modern bauen. Ich habe eher das Problem, mit älteren Sachen zu bauen. Ach, schade. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass er eine Shell macht. Wie lang ist denn die? Wie lang ist denn die? Die Shell von Greenie. Passt farblich auch super. Hier ist keine offizielle Shell, die er tun möchte. Er hat nur eine Shell hochgeladen, die man machen kann. Ah, okay, gut. Ja, bei der letzten hatte ich ja mitgemacht. Zumindest ist mein Abam für den Juli endlich fertig geworden. Den wollte ich einreichen, aber mein Spiel meinte, es muss mir das Grundstück zerschießen. Der Baumodus hat auf nichts mehr reagiert. Och nein, das ist ja, das ist unfair. Das ist richtig doof. Jetzt, nachdem einige Patches rauskamen, hat sich wieder alles beruhigt und nun ist mein Hammam fertig. Fast 3 Monate später. Ja, überleg dir mal, gell? Aber das war schon so cool, dein Hammam. Warte mal. Das ist doch schon besser hier. Das musst du ja nicht so extrem drüber stehen. Das ist jetzt ein bisschen doof, aber naja. Naja, ne? Oh Gott. Wenn du die Fenster nach ganz unten schiebst, hast du ein... Nee, das lasse ich mal. Aber es stimmt. Es stimmt, Lilo. Das stimmt. So, jetzt schauen wir mal hier. Ich, also wie schon gesagt, ich habe echt Probleme, dass mein Better-Build-Buy nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Es will einfach nicht mehr. Es ist einfach nicht mehr, ist einfach nicht mehr da, ne? Ich habe aber auch nichts gemacht oder so. Es ist einfach verschwunden. Das müssen wir mal gucken, dass wir das im normalen Debug erstmal finden und ich den Feinschliff dann halt wieder irgendwie dafür das Better-Build-Buy hinbekomme. Und Huhu, nette hier sehen. Na, alles fein bei dir. Ja, Lilo. Es ist einfach weg. Es ist einfach weg. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ärgert mich ein bisschen. Wenn du jetzt zum Beispiel hier reingehst, zum Beispiel auf die Pflanzen oder so, hast du ja die ganze Zeit das Debug-Zeug auch mit drin gehabt. Es ist alles weg. Ich kann auch nichts mehr einstellen. Ich habe nichts deinstalliert oder neu installiert. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Es ist echt gemein, ne? Es ist einfach gemein. I've got a wild side, got a child's mind, insecurities and a wall built up a couple miles. Und die Sache ist halt, huch, nein, was machst du denn? Warum geht's mir denn da oben nicht raus? So, geht doch. Und das, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
Also ich wollte das heute Morgen irgendwie nochmal gucken, ob ich es hinbekomme, aber ich habe es nicht hinbekommen. Es ist halt die Sache, ich habe schon lange nicht mehr in Sims gebaut jetzt. Da ist mir das gar nicht so aufgefallen. Alles von Twisted Max deinstallieren und dann neu machen. Ja, das müsste ich dann aber jetzt nicht. Das mache ich dann nach dem Stream und werde dann gucken, entweder dann privat weitermachen oder ich schmeiß dann nochmal einen Stream an die Tage. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zum Ende des Monats und dann werden wir noch ein bisschen dran rumbasteln. Aber ich, wie schon gesagt, ich kann mir es nicht erklären, was da jetzt passiert ist, ne? Hilft meistens, wenn sich das was verknotet bei den Mods. Ja, wie schon gesagt, ich habe ja eigentlich nur Better Build By drauf. Und ich weiß auch nicht, ne? Könnte sich ja eigentlich gar nichts verknoten, außer es verknotet sich zusammen, ne? Oh, guck mal! Oh, guck mal, die ist doch geil. Die ist doch geil. Die ist echt cool. Ist halt jetzt die Sache, jetzt muss ich wieder in dem ganzen Debug da rumsuchen, ne? Das ist so ein bisschen. Nee, wenn ich jetzt hier wieder gucke. Obwohl. Es geht wieder. Was ist passiert? Es geht wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es geht wieder. Aber das Update hattest du gemacht. Mach den letzten Patch. Ja, also. Ich mache jedes Update. Oder was meinst du? Vom Better Build By? Welche Version hast du im Spielmodus? Ja, du fragst mich Sachen. Wie krieg ich denn das raus? Sag mir das mal. Dann kann ich es dir sofort sagen. Aber ich mache eigentlich jedes Update. Ja, genau, dann hat es sich total zerschossen. Ja, gut, dann muss ich das nochmal runterschmeißen, nochmal neu machen, ne? Gut, dann muss es halt so sein. Im Mods-Ordner nachgucken, ja gut. Das mache ich dann später. Müssen wir halt jetzt so erstmal durch. Die ist ein bisschen zu. Wenn die aus Holz wäre, gell? Wenn die aus Holz wäre, würde ich die sofort nehmen. Würde ich sie sofort nehmen, ey. Aber die selbstgebaute Toilette, ist das die? Gibt es nur die? Es gibt doch normalerweise auch eine andere Toilette, wo man selbst bauen kann, oder? Irgendwie ist es dann doch nicht so, ne? Und hier muss ich, glaube ich, auch alle aktivieren, ne? Nee, das sind sie alle aktiviert, wenn ich nichts anklick. Die hier meinst du? Ja, die hat auch was, ne? Die hat auch so ein bisschen das Rotbraun drin. Gut, dann nehmen wir die hier. Und dann haben wir ja dann hier auch, ich glaube, das ist die hier dann. Die hier. Obwohl ja sowas noch besser ist, gell? So eine. Finde ich ja irgendwie auch schon geil. Ja, ich weiß nicht. Ich finde die hier irgendwie schon irgendwie cooler, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn es die vielleicht noch eine andere Farbe gibt. Ja, genau. Ich hätte die zwei genommen. Das sieht mehr nach selbstgemacht. Das hier, gell?
Die hier sehen mehr wie selbstgemacht aus. Ich guck mal, ob die Farben doch zu ändern gehen. Die Hobbits machen doch alles selber, ja. Schade. Die Farben können wir natürlich nicht ändern, aber egal. Wir haben ja im Bad noch nichts gemacht. Können wir ja noch anpassen. Was wird das? Hier, sieh, das wird ein Hobbit-Haus. Ich gehe mal ein bisschen raus. Das wird ein Hobbit-Häuschen und hier machen wir gerade ein Plumpsklo. Ja, das Selbstgemachte. Ja, irgendwie, gell? Das sieht irgendwie besser aus, wenn es so ein bisschen ramponiert ist, ne? So, das ist so grob, finde ich. Ich finde, das passt einfach. Also ich finde, das passt einfach. Obwohl, ich muss auch ehrlich sagen, die Hobbit-Häuser innen drin, die sahen auch nicht so schäbisch aus, ne? Mit viel Bücherregalen und halt natürlich viel Speisekammer und so. Aber ich finde, das ist einfach klasse. Ich glaube, ich werde wirklich die nehmen. Machen wir die mal wieder weg. Das schrabbelige Zeug habe ich in meinem Dutch Kolonial verbaut. Draußen im Garten als Plumpsklo. Das Haus ist auf 1890 getrimmt und da gab es halt nichts Schickes für normale Leute. Porzellan konnte sich nur die reichen Leute leisten. Ja, ist so, ne? Und die haben meistens auch nur so eine große Tonne gehabt, ne? So einen übergroßen Eimer, sag ich mal, wo sie sich dann reingesetzt haben. Die haben manchmal auch gar keine Badewannen gehabt. Waschzuber, genau. Ja, ein Waschzuber. Mir ist das Wort nicht eingefallen. Das sind übergroße Eimer. Oder ein abgeschnittenes Fass oder sowas. Was habe ich gemacht? Ich habe das Spiel klein gemacht. Upsi. Oh Gott, das sieht so schrecklich aus. Aber ich muss da dringend noch was machen. So, aber es guckt nicht raus. Jetzt gucken wir mal, ob unsere Simmen da überhaupt reinkommt, oder? Bevor ich hier weitermache. Gucken wir erstmal, ob sie reinkommt. Unsere Frodina Beutelmeier. So, Frodina, na, alles gut. Du musst jetzt mal aufs Klo. Also das Klo werde ich auch noch verschieben. Ah, aber zumindest kommt sie schon mal rein. Ja, also rein kommt sie. Und danach kannst du mal baden gehen. Mal gucken, ob sie da hinkommt, ob ich die Badewanne so stehen lassen kann. Und sie kommt rein. Sehr gut. Aber ganz ehrlich, so eine Badewanne, die wie ein Fass geformt ist, ist bestimmt gemütlicher, weil man bis zum Hals im warmen Wasser relaxen kann. Ja, da hast du auch recht, ne? Kann ich mir gut vorstellen. So, meine Lieben, ich muss euch leider verlassen, muss unter die Dusche und mich fertig machen. Muss doch um 11 in der Schule sein zum Lesen. Alles klar, ich wünsche dir viel Spaß, Saps. Danke, dass du reingeguckt hast und ja, viel Spaß und Erfolg, ne? Danke, Lilo ist nur ein Kind. Ist trotzdem, ne? Ist doch was Schönes. Ist doch was Schönes. So, haben wir denn noch ein selbstgebautes Waschbecken oder was auch so ein bisschen gammeliger aussieht? Das passt natürlich von der Farbe wieder nicht, ne? Ich stell's einfach mal dahin. Ärger dich nicht so doll beim Ach, ich
Ich ärgere mich nicht. Wenn ich mich ärgere, mache ich das Spiel einfach aus und sage, Leute, das war's, ich habe keinen Bock mehr. Also kein Stress. Ein bisschen ärgern kann man sich schon, weil wieder unterm Dach bauen, obwohl ich gesagt habe, ich mach's nie wieder. Aber, ne? Werden wir schon hinkriegen. Das von Waschtag. Das hier, gell? Das hier, doch, das ist gut. Das ist gut. Dankeschön. Das andere von Waschtag. Jetzt machst du mich aber fertig. Das hier. Das finde ich noch hübscher, okay. So, jetzt die Sache, ne? Wo hängen wir da einen Spiegel hin? Aber du entscheidest, ich senf nur rum. Ja, alles gut. Nee, aber es ist schon gut, ne? Das ist wie so ein alter Tisch mit so einer Wanne drüber. Schade, dass hier kein Eimer drunter steht, weißt du? Dass es so zum Auffangen ist, so wie hier bei der Toilette. Das wäre natürlich noch besser gewesen. Aber ich finde das ganz gut, ne? Jetzt ist halt nur die Sache, wie hängen wir da einen Spiegel hin? Das ist jetzt auch wieder so ein Ding. Dach. Ah, schau an. Und es backt ins Dach rein. Okay, da müssen wir noch ein bisschen basteln. Ich glaube, so geht's. Oh, Dächer, 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 Dächer. Ich liebe es. Ich habe mir geschworen, ich mache es nie wieder. Und ich mache es trotzdem wieder. Doch, so müsste das aber eigentlich gehen. Platz genug wäre ja. Ja, aber wir müssen erstmal gucken, wie wir das hinbekommen. Da gibt es doch auch so ein selbstgemachte. Das ist halt jetzt die Sache, wie kriegen wir den da hingepasst, ohne dass ich da irgendwie... Dach! Dach! Schade, dass du die Spiegel einfach nicht kleiner machen kannst, gell? Das ist dann ein bisschen schade. Der wäre nämlich toll, aber der ist so groß. Es gibt auch so einen Spiegel, die man frei ins Zimmer stellen kann. Also so ein meinte ich. Ach, du meinst diese Standspiegel. Sowas hier. Das wird natürlich auch gehen, ja. Hast du schon recht. Gott, der ist ja auch süß. Der ist ja süß. Myself, you added a
piece to me that I had never felt. But you came along and you proved me wrong. Somebody is on my side. Da hast du recht, sowas wäre natürlich auch was. Wenn ich den... Aber der ist wieder zu edel, weißt du? Warte mal, vielleicht mal was anderes. Der ist so süß, aber der passt dann wieder nicht zu den Badewannen, gell? Das ist dann auch wieder so ein Ding, was mich dann wieder stört. Haben wir denn nichts, was da irgendwie zu den Badewannen passt? Guck mal an hier. So, guck mal, die Farbe ist doch perfekt. Also nicht perfekt, aber Sims perfekt, ne? Was man da so mit Sims-Farben erwarten kann. Nein, der guckt oben raus. Oh no! Man muss den so dahinstellen. Oh Gott, ist das gemein. Guck dir einfach oben raus, der Pöse. Wirklich schade, dass du das nicht kleiner machen kannst, ne? Da muss ich die Badewanne einfach anders hinstellen. Dann tut's mir leid, Frodina, da musst du halt die Badewanne hier hin haben. Geht nicht anders, sonst backst du dich da hinten fest. Und guck mal da. Guck mal, da guckt das Waschbecken noch raus. Ach. Waschbecken und Toilette, also auch noch ein bisschen nach vorne. Oh Mann. Ein bisschen blöd, gell, wenn es dann immer so rein so aktiv ins Zimmer reinguckt. Also reinsteht, ne? Aber von innen sieht man das ja gar nicht mehr, ne? Weil das Dach ja davor ist. Oh, komm. Zeig mal. Doch, das geht aber noch. Das geht aber noch. Aber es guckt wenigstens nicht mal oben raus, ne? Achso, das ist für Lilo. Ja. Gut. Schöner geht's auch, aber, ne, was willst du machen? So, dann haben wir das. Dann haben... Waschwanne und so machen wir woanders hin. Das muss jetzt nicht noch in das kleine Bad hier rein. Gucken wir, ob wir noch einen kleinen schnuddeligen Teppich finden. Weiß nicht, ob ich den lassen soll. Ich und Teppiche, es ist auch immer so ein Teil, ne? Ist eher sowas?
Ich würde es hier nicht ganz so ranzig machen, ne? Soll ja nicht ranzig sein. Es soll halt selbstgemacht aussehen. Ich glaube, den lassen wir lieber mal. Nee, 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 gefällt mir auch nicht so. Gibt's denn da nix irgendwie extrem altmodisches? Ich weiß, ich bin doof, aber so ein bisschen altmodischer, so. So richtig, richtig altmodisch. Und nicht so bunt vielleicht? Sowas vielleicht? Ich weiß nicht. Sie liegt dann auch nur so in der Mitte rum, ne? So ist er zu groß und eins kleiner ist er zu klein. Das ist dann auch wieder so ein Ding. Das stört mich auch wieder. Ich muss mich unbedingt wirklich mit diesem Tool anfreunden. Dass ich das vielleicht irgendwann mal ausprobiere. Naja, gut. Ne? Lassen wir das erstmal so. Das ist auch die Sache. Handtücher und so müssen wir dann auch gucken, dass wir die hier neben an die Wand dran kriegen. Muss ich dann aber auch schauen, weil wir hier das Fenster haben. Müssen wir vielleicht hier irgendwie festmachen. Oh, Dächer, Dächer, Dach. Dach. Das ist nix. Ich muss das Dach runter machen. Muss das Dach runter machen. So, das brauchen wir. Bah. Das können wir vielleicht noch gebrauchen. Wo ist die Seife? Ich stelle es jetzt einfach mal in den Basic-Farben dahin. Und dann können wir immer noch gucken. Handtuch, 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 Handtuch. Das passt ja farblich perfekt, ne? Das passt farblich perfekt, wenn ich dann die Fenster noch ein bisschen höher mache. Ob ich vielleicht ein... Warte mal, wenn ich ein Fenster wegmache. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. Es ist nur schade, dass es die nicht noch in noch ein bisschen kleiner gibt, ne? Dass man das Fenster nicht einfach machen kann, wie man möchte. Also wenn ich das jetzt kleiner mache... Guck, da haben wir da so ein riesen Loch. Ich weiß nicht, ob das überhaupt verschwindet. Da mal oben da so ein Loch drin, das will ich ja dann auch nicht. Das wäre so schön, wenn das gehen würde, gell? Aber nö. Sims sagt nö. Mach mal nur ein Fenster hin. Ich muss meine Maus dringend
dringend umstellen. Die ist viel zu schnell für das Spiel. Warte mal, vielleicht so. Schon ein bisschen besser. Lieber gibt es diese Fenster als Deko. Die kannst du kleiner machen und so tun, als ob. Lieber. Okay, das wusste ich auch nicht. Diese Fenster als Deko. Ich meine, das muss ja dann. Oh, jetzt ist mir die Maus wieder zu langsam. Ja. Doch wieder schnell einstellen hier. Das müsste ja dann hier diese hier sein, ne? Müsste ja dann hier dabei sein. Oder hier sowas als Lüftung oder sowas. Ist ja eigentlich auch nicht schlecht, ne? Aber ich weiß nicht. Das zerstört mir dann ein bisschen so die Optik, muss ich ganz ehrlich sagen. Das braucht man definitiv noch. Na komm, da wird's doch irgendwas geben hier. Wo ist das Fensterchen? Nö, also hier, ne? Hier ist es nicht. Hier ist es nicht. Vielleicht in der normalen Deko. Ich find's nicht. Ich find's einfach nicht. Wenn ich Spiegel als Fenster nehme, so runde, keine Ahnung, wir gucken mal. Aber Spiegel kannst du ja auch nicht kleiner machen, ne? Das ist ja auch wieder so eine Sache. Mal gucken, ob es da irgendwie so kleine Spiegel gibt. Warum müssen die denn so groß sein? Und dann kannst du auch nicht runtersetzen. Ist auch schade. Nee, dann lassen wir es einfach mal so bei einem Fenster. Ich muss ja noch ein bisschen was schaffen, ey. Wir sind jetzt schon auch schon wieder eine Stunde unterwegs. Ich habe noch gar nichts gemacht. Noch gar nichts gemacht. Mal gucken, ob mein rotes Regal noch da ist. Wäre ja sehr nett. Stimmt, das habe ich natürlich auch, das rote Regal. Wo ist es denn? Ja, anscheinend ist das auch weg. Gut, dann muss ich das auch wieder neu machen. Ja, wunderbar. Wunderbar. Boah, ey, ernsthaft.
Oh mein Gott, also, ne? Toll ist was anderes. Toll ist anders. Toll ist anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, was ich mir da wieder vorgenommen habe, ist echt meh. Aber gut, ne? Wer sich so ein Mist vornimmt, der muss auch durchziehen hier. Es ist wirklich kaum zu machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das gefällt mir überhaupt nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Gefällt mir nicht. Was bist denn du für eins hier? Die Farbe vielleicht? Nee, das ist auch wieder die falsche. Oh, das ärgert mich mit den Farben. Dann doch eher die hier. Dieses Hin- und Hergespringe immer. So, dann können wir dann wenigstens hier noch einen kleinen Tisch hinstellen. So, da kann sich hier noch ein paar Badezusätze draufstellen und ein bisschen Futter. Aber können wir gleich gucken, können wir ein bisschen Obst dran stellen oder ein paar Kekse, dass er in der Badewanne noch ein bisschen naschen kann. Na, 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 na. Hier. Stellen wir auch erstmal so da drauf. Ein paar Kekschen oder sowas. Komm, wo ist die Keksdose? Versteck die Keksdose nicht. Wo ist sie? Da ist sie doch. Hat sie noch ein paar Knabbereien. Da unten können wir ein bisschen Duschgel und so was noch reinstellen.
Sehr gut, guck mal an. Das passt doch. Das passt doch hier. Nein, es passt nicht. Es wird ja zu weit vorne. Ah, das macht mich kirre, gell? Jetzt passt's aber. Jetzt. Also wie schon gesagt, wie schon gesagt, es gibt heute keinen langen Stream. Ich werde nur ein bisschen was machen und dann werden wir weiter gucken, weil ich bin heute mit dem Kleinen alleine und ich möchte den nicht so lange alleine da rumspringen lassen. Mag ich nicht unbedingt so. So, aber hier, ne, können wir schon mal Holzboden reinsetzen. So, einen richtig tollen Holzboden. Ein bisschen grober. Hier der da vielleicht. Also entweder diesen hier. Oder was haben wir denn da noch? Der da. Der ist ja auch schick. Ich glaube, wir nehmen sogar den hier. Den finde ich echt klasse. Guck mal an. Ich finde das klasse. Huch. Den finde ich klasse. Und das Gitter ist schon wieder da, das Nervige. Warum auch immer. Ich finde das so nicht schlecht. Wir können hier vielleicht sogar die Küche reinbauen. Da hinten irgendwie so ein kleines Schlafzimmer. Warum auch nicht? Muss ich halt nur aufpassen mit den Wänden, ne? Das ist dann auch wieder so ein Ding. Und Lurk, Wehwehchen, Stefan. So, schauen wir mal Wände. Kann ich denn, wenn ich Wände ziehe? So, gucken wir mal. Wo ist das Dach hin? Hallo? Warum? Warum tut's das? Ah, Sinna, da guckt's schon wieder raus. Also das eine kann ich schon gar nicht mehr machen. Das hier müsste schon wieder wegmachen. Okay. Also hier nur 4 Stück. Ach, das wird was. Das wird was. Weil wenigstens hier das so. Gut, hier ist es ja dann eh geschlossen von dem Dach noch, aber hier, ne, müssen wir dann ein offenes Schlafzimmer machen. Wo wir vielleicht, was mir gerade so einfällt, was mit dem Vorhang machen könnten. Gut, die Ecke da oben, eine kleine, guckt definitiv raus, aber das können wir dann noch ändern. Warum geht das nicht? Warum geht's das nicht? Warum? Warum macht's das mit mir? Och, das ist doch nicht schön. Da kann ich's machen. Aber da nicht. Och, wirklich? Warum? Schaut, hier kann man es dran setzen, aber hier nicht. Ich verstehe es nicht ganz. Das ist doch das Dach.
Warum ist das dann nicht mitgefärbt? Warte mal. Eben, siehst du doch. Verstehe ich dann auch nicht, ne? Warum das dann so komisch ist. Verstehe ich nicht. Egal. Egal, muss man nicht verstehen. Ist halt Sims. So. Machen wir das auch hier so. Viel mit Wanddeko können wir dann auch nicht machen, ne? Ein bisschen Moon ist besser als gar kein Moon. Was? Liegt vermutlich an dem veralteten Beta-Bild bei. Ich habe keine Ahnung, ne? Irgendwie ist es ein bisschen komisch. Ich muss das definitiv irgendwie mal ein bisschen umschrauben. Also ich werde es nachher mal runterschmeißen und werde es neu machen. Definitiv. So. Aber offenes Schlafzimmer müssen wir machen, weil wir hier keine Wände mehr hinziehen wollen. Ich will nicht, wie beim letzten Haus, da diese Ecken hier da so drin haben. Das sieht einfach nur doof aus. Machen wir dann eher so einen kleinen Vorhang oder sowas hin, dass nicht gleich jeder reinrennen kann oder so. Aber es ist ja eigentlich schon abgetrennt, ne? Wenn wir hier vorne dann diese Essecke hin machen und ein bisschen Gammelwohnzimmer mit Dings mit Bücherregalen und so und ein bisschen zum Chillen mit einem schönen Sessel oder sowas. Weil du sagst, du kannst heute nicht so lange streamen. Ja, das geht leider nicht. Geht leider nicht, weil der Kleine, ne? Ich möchte nicht so lang alleine lassen. Das ist, mag ich nicht, ne? Der ist zwar lieb und spielt da und isst so schön seine Trauben und so, aber, ne? Mag ich halt trotzdem nicht so. So, dann schauen wir mal. Gehen wir nochmal runter und stellen uns hier hinten ein Bett rein. So, was haben wir denn da Schönes? Ein schönes altes Holzbett. Das sieht mir zu modern aus. Das hier vielleicht. Stellen wir es erstmal schon mal hin. Oder sowas ist auch nicht verkehrt, ne? Ist dann wieder so eine Sache, passt es da hinten rein, guckt es wieder raus, ne? Von der Breite her könnte man sogar ein Doppelbett hinsetzen. Moinsen, Michi, na du, alles gut? Das ist auch nicht schlecht, ne? Es muss halt ein bisschen holzartig sein, finde ich. Das hier vielleicht noch? Oh, das ist ein Kinderbett. Hehehe, ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach. Obwohl das passt ja eher zum Elben, ne? Das ist dann nicht so Hobbit-mäßig. Also, wenn. Siehst du, aber das könntest du doch machen, so ein Elbenschloss. Oder? Mach ich den Hobbit und du machst die Elbe hier. Ich glaube, sie ist gar nicht mehr da. Stimmt, sie wollte ja weggehen. In die Schule. Ja, ich denke, das ist die Auswahl, wo wir jetzt so haben. Und ich bin echt am Überlegen, ob wir nicht ein Doppelbett hinsetzen sollen. Dass er dann doch ein bisschen. Obwohl, das hier passt ja schon vom Stil her eher rein, ne? Na, wie geht's euch? Alles top bis jetzt. Und dir? Ich hoffe, dir geht's auch gut. Das hier doppelt nehmen und dann Doppelbett draus bauen. Also jetzt nicht so, ne, aber ne, könnte man ja eigentlich versuchen. Wir versuchen es einfach mal. Wenn es schief läuft, läuft es schief. Ich glaube, weiter hinter wie so kann ich auch nicht. So in etwa.
Dann ist es ja auch ein Doppelbett. Jetzt muss ich mal von draußen gucken, ob es hinten hoch, also hinten raus guckt. Nein, vielleicht können wir auch noch ein bisschen... was mache ich denn schon wieder? Mann! Ich wieder, ne? Mal gucken, so. Geht auch noch. Geht auch noch. Ich versuche es so weit wie möglich nach hinten zu schieben. Merkt das? Geht auch noch. Jetzt müssen wir nur noch von innen gucken, ob es nicht im Dach verschwindet. Nein. Perfekt. Guck mal. Es schließt genau ab. Ich glaube, dann stellen wir das auch so dahin. Schade jetzt, dass es ein bisschen glitscht, ne? Mir ist gerade viel zu warm. Ich kann nicht aufstehen. Okay. Ich sitze mit dem Tablet auf der und einer Tasse schön zugedeckt im Bett. Und meine Katze Lilly schläft eingekuschelt auf meinen Beinen. Oh, wie süß. Jeder weiß doch, dass schlafende Katzen darf man nicht stören. Nein, nein. Die darfst du nicht stören, weil die können richtig böse werden. Oder sie wollen sie direkt Futter und nerven dich dann wieder. was gucken da raus? Ach, das ist die Wand. Ja, stimmt. Da war ja was, ne? Da war ja was. Und da sind die tanzenden Füchschen. So, gut. Also ich finde, das kann man schon fast so lassen, ne? Feinschliff machen wir dann irgendwann später. Muss ich da noch gucken, ein bisschen noch rüber, aber ne, so vom Zusammenbauen finde ich es eigentlich gar nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Wie schon gesagt, Feinschliff mache ich später dann. Hab auch Wurbelfüchschen, ja. Überall sind die kleinen Füchschen. So, hier noch vielleicht. Ja, guck mal da. Na, was nicht so modern, ne? Das, dann passt es wieder nicht dahin und... Dass die Nachttische aber auch immer so übermäßig groß sein müssen. Ne? Das ist auch so ein Ding, wo mich ein bisschen stört. Dass das immer so übermäßig groß ist. Muss ja eigentlich auch nicht unbedingt immer sein. Vielleicht passt das ganz gut. Wir machen es einfach mal. Wir machen es einfach mal. Aber jetzt ist die Sache wieder, jetzt bin ich zu weit darüber. Aber das ist Feinschliff, das machen wir dann später. Ich denke, das passt eigentlich ganz gut so zusammen. Von der Farbe, vom Holz her auch. Ist relativ gut. Ich habe Kaffee. Du besitzt meinen Neid. Trink einen Schluck für mich mit und genieß ihn. Noch einen tollen Teppich für drunter. Mal gucken, was wir da so finden. Hier sowas vielleicht. Mal ein bisschen kleiner machen. Oder warten mal, wenn wir den so rumsetzen. So, warte mal. Das ist die Zeit, wo ich das Dach wieder wegmache. Komm. Geh einfach weg. Wo bin ich? Wo bin ich? Da bin ich. Ja, es wird schon fast passen, ne?
Ja, man sollte ja, wenn man jetzt zum Beispiel in einem alten Haus wohnt, einen Teppich unter das Bett legen, da wird es wärmer, ne? Dann ist es im Winter nicht ganz so kalt. Jetzt gucken wir, ob da noch eine andere Farbe gibt. Ich finde, das passt sogar noch besser wie das andere. Ich glaube, so lassen wir es auch. Ja. Ich finde es gut. Aber wie schon gesagt, Feinschliff machen wir später. Heute ist ja eh nicht so lange. Dann können wir hier noch ein paar Dings hinbauen. Ein paar Schränke. Hier können wir sogar noch einen großen Schrank hinstellen. Bis hierhin ungefähr. Dann passiert auch nichts mit dem Dach. Mal schauen, ob wir hier was Schönes finden. Der ist ja auch toll, gell? Ich mag den einfach. Ich weiß nicht warum, aber ich mag ihn einfach. Wenn es den auch in der Farbe da gibt. Guckt's euch an. Guckt's euch an. Das ist es, das ist es. Ruhig ein bisschen stark geworden, da stehen Tote wieder von auf. Da bist du wach, du, da bist du wach. Warum magst du den? Ich weiß nicht warum. Der ist. Ich bin ja eher ein Mensch, der modern baut, ne? Ich mag so alte Sachen nicht gern bauen, tue ich mir unheimlich schwer. Aber wenn ich jetzt so alte Sachen baue, ne? Der hat so ein bisschen Abnutzung drin. Ich finde, ne? Da mit dem Spiegel oben drüber, es hat irgendwie was Altes. Ich mag den einfach für solche Häuser. Weiß nicht warum. Der gefällt mir einfach. Ich kann es nicht beschreiben. Aber es ist einfach so ein Ding, wo in so alte Häuser irgendwie reinpassen. Also ich weiß noch, meine Oma hatte auch so einen Schrank und da war ein runder Spiegel dran. Ne? So ein runder, den konntest du dann auch so einklappen und so. Das war früher halt so. Ne? Heutzutage kaufst du dir die Schminktische auch wieder für einen Haufen Geld. Also, ne? Und wenn das so alt getrimmt ist, warum nicht? Es ist halt auch nur schade, dass es sowas nicht in neu gibt. Also für neue Häuser, da müsste ich mir jetzt was bauen. Ich nehme jetzt einfach mal hier das hier, ne? Und da mache ich meistens dann hier hinten einen Spiegel hinten dran. Weil ich mag einfach sowas. Ich weiß auch nicht warum. Sowas hier. Wenn es funktioniert, ne? Ist dann auch so eine Sache. Jetzt unterm Dach. Ist ein bisschen blöd. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Da setzt ihr gerade einfach einen Spiegel hinten dran an die Wand. Der wohl halt ein bisschen weiter runter geht. Ah, das ist jetzt Vorzeigeeffekt, du Vorzeigeeffekt. Was ist da los? Sowas zum Beispiel. Jetzt einfach mal nur so, ne? Und dann nimmst du das Ding und schiebst es einfach davor. Dann hast du auch sowas wie einen Schminktisch. Halt jetzt einen anderen Spiegel halt nehmen, ne? Aber in modern gibt es die halt nicht. Aber für alte Häuser mag ich den einfach. Das ist eine total dumme Beschreibung gewesen. Ich habe einfach nur Müll gelabert, glaube ich, gerade. Aber du weißt, was ich meine. Ja gut, dann war es doch nicht ganz so umsonst. Ach, dumm labern kann ich. Dumm labern kann ich. Also meine Tochter hat auch so einen Schminkspiegel gewollt. Da habe ich auch mal nachgeguckt und so. Aber danke vom... Huch. Steffi! Aber danke vom Schminktischen habe ich keine Ahnung. Jetzt weiß ich, wie ich einen baue. Ja, wie schon gesagt, einfach mal ein bisschen zusammenpuzzeln. Ne? Es klappt schon irgendwie. Und guten Morgen. Morgen, Steffi. Na, alles fein bei dir? Ich hoffe doch. Aber ich finde, wie schon gesagt, es ist eigentlich ein tolles Teil hier, ne? Das Problem ist jetzt, wenn ich den jetzt hier hinstelle. Wir versuchen es mal. Der guckt garantiert wieder aus dem Dach raus. Ja. Ach, guck mal, der steht sogar ganz draußen. Ist es nicht sexy?
Um Gottes Willen. Das Haus, das wird mich noch töten. Das weiß ich jetzt schon. Das wird mich umbringen. Mit denen hier so als abschließend machen? Weil es halt ein offenes Schlafzimmer ist, ne? Wenn wir das irgendwie so, dann noch einen Stuhl davor stellen. Stuhl bitte. Ja, alles super, das freut mich. Das freut mich wirklich. Wie geht's dir heute? Also viel besser wie gestern, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber weißt ja, was gestern los war. Es ging nicht. Aber heute ist es viel besser. Gibt's kein Tiny House Schminktisch? Müsste ich gucken. Müsste ich gucken. Und Lady, huhu. Na, alles gut? Die letzten paar Tage habe ich so viele Abos geschenkt bekommen, das macht mich ganz verlegen. Ja, das passiert, ne? Ich denke auch manchmal, oh, jetzt habe ich schon wieder ein Abo geschenkt bekommen. Ich gucke da zwar gern ab und zu mal rein, aber ich habe ja eigentlich gar nicht so die Zeit, überall ständig reinzugucken. Und dann habe ich irgendwie auch voll das schlechte Gewissen, wenn ich irgendwo ein Abo geschenkt bekomme und ich kann gar nicht so oft dazu gucken, ne? Ach, das freut mich, wenn es dir auch besser geht. Ja, das ist auf jeden Fall. Und Sumisha. Da kommt die Sumisha angerannt. Da kommen die wilden Blumen. Hi, Jules. Und Lady. Nochmal Hu. Alles, ja, alles Paletti. Was ist denn das Abam-Thema in diesem Monat? Das Abam-Thema diesen Monat ist ein Märchenhaus. Also ein Haus aus einem Märchen. Und ich habe mir gedacht, na, machst du jetzt ein Märchenschloss oder sonst irgendwas? Und habe ich mir gedacht, nee, warte mal, ein Hobbit, also Herr der Ringe ist ja eigentlich auch ein Märchen, ne? Machen wir halt mal ein Hobbit-Häuschen. Und da kommt der Raid, alle rasten sie aus. Oh, einen Moment mal kurz, ich glaube, der Stefan. Ah, da, guck mal, Stefan. Danke für den Shoutout. Also die liebe Sumisha, schaut gerne mal rein. Spielt auch oft Sims und mit ihr kann man super toll quatschen. Ich denke mir, ihr kennt sie eh schon alle. Aber wer sie noch nicht kennt, einfach mal reingucken. Und Just for Fun, wuhu, und Saps. Und lila Nienchen. Wie geht's euch? Was habt ihr so Tolles gemacht? Sumisha, erzähl mal, was habt ihr gemacht? Und Izzy Bluebell, huhu. Oh, ich kann das nicht, ups. Ja, Steffi, du hast, ja, wir sind nicht beim Bonky. Tut mir leid. Aber Stefan hat's ja auch schon gemacht, vielen Dank. Wie geht's euch allen? Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr hattet einen schönen Start in den Tag bei Sumisha sowieso, ne? Da kannst du eh mal ganz toll starten. Viel geplaudert und ein bisschen Sims gespielt. Ach, das ist doch toll. Das ist doch schön. Plaudern ist auch so eine Sache. Finde ich immer ganz wichtig. Na, ich dachte, das ist ein Command, der jeder nutzen kann. Ich kenne mich ja da nicht so aus. Nicht schlimm. Mach dir keinen Stress. Mach dir keinen Stress. Ich habe es halt nicht so gemacht, dass es jeder nehmen kann, weil sonst kann ja sonst irgendjemand Werbung für keine Ahnung wen machen, ne, wo ich nicht kenne, wo ich sagen würde, nee, da gucke ich selbst nicht rein. Das will ich nicht, dass die Leute sich das dann vielleicht auch antun. Deswegen, ne? Außer Just for Fun und Lilo Fox kenne ich niemanden gerade hier. Okay. Aber wie schon gesagt, bei Sumisha kannst du ruhig auch gerne mal reingucken. Ist eine ganz, ganz liebe. Und da tun wir auch immer viel quatschen und spielt auch gerne Sims 4 und so, ne?
aber nicht böse sein, dass der SO niemand machen kann, außer ein Mod, weil, wie schon gesagt, es sind manche Twitch-Streamer, wo ich sage, nee, das ist da, das ist nicht so, ne? Nicht so das Wahre jetzt für mich. Und ich weiß nicht, jeder kann sich seinen Stream selbst raussuchen. Aber wenn dann Werbung kommt von so jemand, der da dann rumschreit oder Leute beleidigt oder sowas oder, ne? Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Wenn wir zum Spielen kommen, dann gibt es zurzeit Sims 4. Ja, wenn wir zum Spielen kommen. Aber bei dir quasseln wir ja immer so viel, gell? Dann ist es immer passiert und dann ist die Zeit eigentlich schon fast rum, gell? Und Leute, nehmt euch einen Schluck zu trinken. Ich habe auch noch nichts getrunken. Nehmt euch was zu trinken. Trinken ist wichtig. Aber das ist auch so ein Ding bei dir, so Misha. Das macht's halt bei dir aus, ne? Das macht einfach auch viel Spaß, weil man auch, auch viel miteinander quatschen kann. Weil man mit den Leuten auch sich unterhalten kann, auch wenn man mal ein bisschen eine andere Meinung hat, die rasten nicht gleich aus, die hören sich das auch mal an, weißt du? Das ist dann, deine Community ist halt so, die finde ich gut so. Ja, ich bin das Stierchen, bin x Jahre alt und wohne in Europa, jetzt kennst du mich auch. Ja. Ja. Ja, jede Meinung ist okay. Wir müssen und können nicht immer alles verstehen, was andere Menschen denken und fühlen. So sieht's aus. Und ich finde es bei dir einfach ganz toll. Jeder wird so akzeptiert, wie er ist. Und es wird keiner blöd angemacht. Und das finde ich halt auch wichtig, weißt Was, Shoot? Ich bin zu dumm, um mich auf Instagram anzumelden. Jetzt ist das, Konto, das ich eröffnen wollte, gesperrt, weil ich irgendwie rechtliches verletzt habe. Wo wende ich mich jetzt hin und das in Ordnung zu bringen? Oh, ich habe keine Ahnung. Du, ich und Instagram, ich vergesse das immer. Ich habe das zwar auch, aber ich vergesse das immer. Tut mir leid, guck mal, ob da irgendwie was mit Support ist oder sowas. Also ich würde mir einen Support suchen von Instagram. Nee, unser Stefan ist schon ein bisschen älter wie 10. Im Kopf, ja, vielleicht. Ne? Ja, der schreibt es auch gerade. Ich habe nichts gesagt. So, wir suchen jetzt hier noch einen schönen Stuhl. Guck mal da, aber das passt jetzt so zu dem Blau. Wenn wir das Holz hier vielleicht. Ja, nee, aber ich will es dann doch schon eher ein bisschen blau haben. Du weißt doch, Männer werden 10, danach wird das Spielzeug nur teurer. Ja, da hast du auch recht. Da hast du auch recht, Stefan. Also wie schon gesagt, Lido, ich würde mal gucken, ob da irgendwie was mit Support ist. Also ich kenne mich leider auch nicht aus. Wenn irgendjemand Lilo helfen kann, Lilos Account auf Instagram ist jetzt gesperrt worden, weil sie irgendwelche rechtlichen Linien verletzt hat, wo sie eigentlich nicht gemacht hat, weil ich weiß, dass Lilo nicht so ist. Wenn irgendjemand Lilo helfen kann, bitte ruhig so mal anschreiben oder sowas, weil ich kenne mich echt null aus. Ich bin zu alt für den Kram. Ja, ich werde bald 40. Ich und Instagram. Ich habe mich letztes Jahr, nee, dieses Jahr, glaube ich, angemeldet oder letztes Jahr. Ich habe erstmal gedacht, okay. Und da soll ich jetzt Bilder von mir reinmachen?
Ich weiß halt gar nicht, was ich da reinposten soll, gell? Was die Leute überhaupt interessiert, ob die es interessiert, ob ich da jetzt da irgendwie wo was gefunden habe. Weil ich bin auch als mal unterwegs und finde diese angemalten Steine oder sowas, ob das die Leute das interessiert oder ob es interessiert, was ich an dem Tag mache oder so. Das ist mir dann so ein bisschen komisch, wenn ihr wisst, was ich meine, ne? Ich bin minus 4. Den Hilfebereich habe ich gefunden. Jetzt muss ich viel seltsamer formulierte Texte lesen. Oh ja, diese Texte immer, gell. Dass die sowas nicht einfach schreiben können, dass es jeder versteht, ohne dass man es gelernt hat, gell. Das finde ich bei der Steuer auch immer so schrecklich. Dass die immer dieses geschwollene... Oh, jetzt nicht in den falschen Hals kriegen, aber dieses geschwollene Beamtendeutsch nehmen, wo wirklich kein Mensch mit umgehen kann, außer wenn man es gelernt hat. Ich finde das schrecklich, ne? Und dann musst du immer alles fünfmal lesen, also bei mir ist es zumindest so, musst du immer alles fünfmal lesen, weil du dann Angst hast, dass du irgendwas falsch machst. Ach, Mann. Ne, das ist echt. Ist so. So, jetzt gucken wir aber mal, ob wir den hier nicht irgendwie in blau kriegen, mit einem blauen Polster. Wenn nicht, müssen wir halt gucken. Ja, aber das ist mir dann wieder zu hell im Holz, ne? Hallo, ich bin auch von Sumisha mitgekommen, aber war gerade noch beschäftigt. Ich backe gerade. Lecker und huhu. Alles gut bei dir. Und was backst du Leckeres? Ich habe gestern mit meinem Sohn, der ist 3,5, einen Kuchen gebacken. Der wollte 2 Kuchen backen in einer Form. Und da habe ich so Papierschnipsel ausgeschnitten, habe die in die Form reingesetzt. Jetzt haben wir eine Hälfte Vanillekuchen und eine Hälfte Schokokuchen. Und ich darf jetzt Zimmer einrichten, weil die Drillinge älter geworden sind. Dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Ich bin 25 und fühle mich alt wie... Ich bin 25 und fühle mich zu alt für Instagram. Ja, ich verstehe es auch nicht. Also Instagram verstehe ich nicht. Ich hätte jetzt, wie schon zum Beispiel das, was ich euch jetzt gesagt habe, mit dem Kuchen hätte ich posten können, aber ich weiß nicht, ob man das macht. Ich weiß nicht, ob es die Leute überhaupt interessiert, dass ich jetzt einen Kuchen gebacken habe, weil, ne... Ich bin nicht so aufregend, ne? Ich bin ein ganz normaler Mensch, der nicht viel unternimmt oder so. Also, ich bin jetzt kein Mensch, wo ständig irgendwo rumziehen muss oder in Urlaub fahren muss oder sonst irgendwas wie die Leute mit den vielen Follower auf Instagram. Diese ihr wisst, was ich meine, ne? Bin ich einfach nicht und ich weiß überhaupt nicht, was ich da posten soll, ne? Ich backe einen Brownie und einen Blondie. Der Blondie ist schon im Ofen. Ich will auch. Influenza. Genau, Influenza. Ich kann halt nicht reden. Leute, macht mich nicht fertig. Ist so. So, aber das ist das Einzige, sowas mit Blau, ne? Und dann ein bisschen dunkler Blau, aber das ist Holz auch da. Na, haben wir denn den Stuhl denn ohne Polster? Gibt es denn da was ohne Polster? Sowas vielleicht hier. Haben wir das hier vielleicht in dem Braun? Nein. Nein, einfach nur nein. Okay, dann halt nicht. Gibt es den hier denn in diesem Braun? Ja, daneben geklickt. Auch nein. Nein, nein, nein. Gibt's nicht. Ich hätte gern... Ich will nicht das Bett ummodeln wollen hier jetzt. Bla, bla, bla. War bla, bla, bla. Oh, da guck ich halt mal. Das ärgert mich jetzt so ein bisschen. So, lila haben wir natürlich jetzt nur weiß. Und das ist natürlich meh, ne? Einfach nur meh. Gibt's das denn nicht hier so? Hier ist ein bisschen lila mit drin, aber das falsche lila. Es ist dann... Warum macht's das mit mir?
Das ist doch ärgerlich. Rot, nee. Gibt's den Rot? Aber auch wieder dieses helle, ne? Aber auch wieder nur dieses helle Holz. Ich möchte aber das dunkle Holz. Ah, Mann. Also entweder beiß ich in den sauren Apfel und nehme einen helleren Stuhl oder nehme eine lilane Auflage. Also wie ich es mache, ist es verkehrt. Verabschiede mich in den Lurk. Setze mich jetzt mal mit meinen neuen ersten Mikroarm auseinander. Hab noch einen gemütlichen Tag und einen guten Start ins Wochenende. Wünsche ich dir auch, Sumisha. Danke für den Raid nochmal. Danke, dass du noch reinguckst und viel Spaß im Lurk. Und das kriegst du schon hin mit den Armen. Die sind gar nicht so kompliziert, wie du denkst. Und einen kleinen Tipp von mir. Ich habe zwar selbst noch keinen, aber ich habe mich ein bisschen kundig gemacht. Wenn du den Arm unterm Bildschirm entlang laufen lässt, so zu dir vor, dann stört er dich, jetzt gucke ich in die Kamera und will euch zeigen, wo. Unfassbar. Ich habe die Cam ja aus, weil ich allein bin mit dem Kleinen. Dann stört er dich nicht mit den Armen zum Beispiel, da kommst du nicht so dran. Oder hängt dir über dem Kopf oder so und bedeckt dein Gesicht. Oh, es ist unfassbar. Guck ich in die Kamera und zeig hin und her, weißt du, total bescheuert eigentlich. fast vergessen, Move Objects anzugeben. Ey, das ist bei mir Standard. Lady, das ist bei mir Standard. Ich mach das Spiel an, will anfangen zu bauen und versuche irgendwas zu setzen und denk, warum geht denn das nicht? Schon wieder vergessen. Ja, das hatte ich auch überlegt. Gibt ja sogar extra so einen Arm, aber ich will ja mal den da war. Wer? Oh, Moment. Ich und Lesen. Ja, das hatte ich auch überlegt. Gibt ja sogar extra so einen Arm, aber ich will ja mal den da wäre der dann so voll im Weg. Ja. Ich will malen, dann wäre der voll im Weg. Ja, das ist das Problem, ne? Aber ja, einfach mal ausprobieren. Guck einfach, wie es für dich am besten ist. Ich kann dir jetzt auch sagen, mach's nebendran, mach's oben dran, keine Ahnung, ne? Du musst ja mit umgehen können. Du musst dich ja auch bewegen können. Wenn du ein Mensch bist wie ich zum Beispiel, wo hantiert mit den Händen, wenn ich spreche, das sieht manchmal so rumpfuchtel, ne? Sieht manchmal auch ganz lustig aus. Für mich wäre das nichts, wenn der neben mir wäre, ne? Ich würde den ständig schauen. Der wird ständig durch die Gegend fliegen und es wird mir jedes Mal bei euch in den Ohren machen. Bumm! Und das will ich ja dann auch nicht. Also ich will mir auch demnächst mal einen Arm kaufen. Aber auch erstmal einen günstigen. Aber, ne? Wie schon gesagt, probier's einfach mal aus. Versuch's mal von hinten, versuch's mal von neben. Schräg neben, schräg hinten. Also einfach mal ausprobieren. Und ja, schon wieder viel gelabert gerade. Malen, nicht malen. Ja, ich. Ich weiß. Wisst ihr, was schön ist, wenn man bemerkt, dass die 8. Generation Kinder. Dass die 8. Generation Kinder sind und es nur noch 2 Generationen zum Rest der 7 sind, bis die Challenge endet. Was? Okay. Danke für die Tipps. Ach, gern doch. Wie schon gesagt, einfach mal ausprobieren. Lass dir auch nicht irgendwie einreden, von wegen, wenn das Mikrofon dir ein bisschen zu arg ins Gesicht steht oder so. Wenn du der Meinung bist, du kannst dich noch bewegen, du kannst machen und tun, was du willst. Mach's einfach so. Was ich jetzt auch in einem Video gesehen habe, ist, wenn du die diese Ständer komplett umdrehst, also da musst du die Feder ein bisschen lösen, aber guck dir selbst nochmal solche Videos an. Dann kannst du die wirklich komplett umdrehen und dann sind die falsch rum. Dann geht das Mikrofon vom Ständer her gerade vor und ein bisschen nach vorne. Muss mal gucken. Such dir mal ein paar Videos. Es gibt viele auf YouTube, wo die dir das erklären, wo und wie und was du da machen kannst. Und schnappt euch was zu trinken, sagt Nightbot. Da hat er recht. Ich habe einen ganz trockenen Mund. Trinkt einen Schluck, trinken ist wichtig, Leute, dass ihr mich nicht vertrocknet hier.
Und in der Zeit tue ich auch mal speichern. Wir haben zwar noch nicht viel gemacht, aber das bisschen was, ne? Also die Kinder, die die 8. Generation werden, sind Kinder geworden. Ach so, jetzt verstehe ich es auch besser. Fusselhirn bin ich, ein Fusselhirn. So, aber Leute, ich tendiere zum helleren Stuhl mit blauem Kissen. Dann machen wir das einfach mal so. Vielleicht kriegen wir den hier auch ein bisschen heller, dass es nicht mehr ganz so dunkel aussieht dann daneben. So, machen wir es doch einfach so. Machen wir es einfach so. Schön ist anders, aber was soll's, ne? So, liebe Frodina, jetzt musst du leider mal herkommen. Erstmal musst du gucken, ob du nochmal in die Badewanne kommst. Geh mal nochmal baden, bitte. Jawohl, das funktioniert. Ihr kommt noch in die Badewanne. Das ist sehr schön. Und jetzt setzt du dich mal aufs Bett. Na komm, aus der Badewanne raus. Setz dich mal aufs Bettchen und dann gehst du mal auf die andere Seite noch und setz dich dahin. Mal gucken, ob du da durchkommst. Also sie kommt definitiv in unser gebautes, in unsere gebaute Tür rein, ne? So, setz dich mal darüber. Da kommt sie auch gut hin. Sehr gut. Ich bin zufrieden. Ich bin auch wirklich zufrieden, dass sie hier durchkommt. Hier, ne? Das ist ja dann schon etwas anders komisch. Ich sehe gerade, von innen sieht es schlimmer aus wie von außen. Das gefällt mir schon wieder überhaupt nicht, ne? Unfassbar, ich gehe in den Baumodus und schon ist das Dach wieder da. Mal gucken, vielleicht fehlt mir da eine normale Glastür. Vielleicht einfach eine ganz normale Glastür, wo ein bisschen besser passt. Die hier vielleicht in braun. Das sieht auch so komisch aus. Ah, ärgert mich das. Ärgert mich das. Das sieht dann von innen echt komisch aus. Ich habe jetzt gedacht, das sieht von innen genauso aus wie von außen. Habe ich gar nicht drauf geachtet jetzt. Wenn wir dann. Moment mal, wenn wir einfach nur einen Bogen reinmachen. Warte mal, erstmal die probieren. Nee. Wenn wir einfach nur einen Bogen drüber setzen, das ist vielleicht auch eine Idee. Aber dann anderen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Der ist dann auch wieder zu groß. Nee, 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 nee. Das auch nicht unbedingt. Nee, dann werden wir doch den hier nehmen. Die sieht ja nicht ganz so schlimm aus. Na, es geht. Es geht. Ne? Es geht schlimmer. Aber, ne? Schlimmer geht immer. Aber ich wusste nicht, dass das von innen so komisch aussieht. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt haben wir da. Oh nee, jetzt haben wir da unten eine Lücke. Oh, Kinder, das macht mich fertig. Das macht mich fertig.
Genauso, auch die Lücke. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ich will unbedingt dieses Fenster hier als Tür haben. Gut, man sieht es nicht, ne? Wenn man das jetzt hier so runter macht, sieht man es eh nicht. Aber, ne, es ist schon ein bisschen ärgerlich. Und jetzt ist diese Scheißgitter auch schon wieder da. Ich bin wieder im Lurk. Gibt noch ein bisschen was zu helfen. Bis später. Alles klar, Stefan. Viel Spaß und viel Erfolg. Aber wir machen eh nur noch eine halbe Stunde. Und ja. Gut. Es sieht echt Wahnsinn aus, ne? Es sieht echt. Mal gucken, wie das überhaupt im Spielmodus aussieht. Also im Spielmodus ist es noch komischer. Da hinten das, um Gottes Willen. Ich bin schon gewollt, das hier wieder wegzumachen, ne? Das ist schon. Gefällt mir echt nicht. Ich glaube, das machen wir weg. Das machen wir weg hier. Machen wir einfach das hier weg. Und dann geht das schon irgendwie wieder. Ja, da muss ich halt anders da bauen hier hinten. Hier hinten dran ist ja noch so ein Hügel. Da muss ich nicht so viel verstecken. Aber hier muss ich halt ein bisschen mehr verstecken. Es ist mir aber auch egal. Das sieht ein bisschen blöd aus, wenn hier so noch so ein kleines Ding ist, wo man eigentlich schon nutzen kann, ne? So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier die Küche reinbekommen. Das ist auch wieder so ein Ding, ne? Wir haben hier hohe Wände, ich glaube bis hier. Also können wir nur hier vorne einen Kühlschrank reinsetzen. Versuchen wir es einfach mal. Versuchen wir es einfach mal. Ne? Mehr wie schief gehen kann es nicht. Muss der Kühlschrank halt erstmal da vorne hin. So, schau an. Etwas ältere Kühlschränke. Das sind so die einzigen zwei, wo ich sagen würde, ja. Es hat irgendwie was Märchenhaftes, aber ich tendiere dann auch wieder zum Holz. Dann werden wir auch den Holz nehmen, denke ich mal. Mal schauen, was wir hier Feines haben. Der ist doch auch ganz gut, oder? Der ist doch auch ganz gut. Dann wird es nicht ganz so bunt da drin. So, das Problem ist jetzt, wir müssen dann hier auf die Seite, obwohl, wenn wir den drehen, könnten wir eigentlich auch machen. Müssen wir hier auf die Seite, müssen wir die Theken und so hinbauen. Hier hinten dann eher so kleinere Schränke, ne, mit ein bisschen Essen noch drinne. Aber wo tue ich jetzt verdammt nochmal den Ofen hin? Das ist auch so ein Ding. Das ist jetzt auch so ein Ding. Rausgucken tut's nicht. Das ist sehr gut. Ah, ich drück jedes Mal falsch. Leute, ihr müsst mir mal sagen, nicht da klicken, nicht da klicken. Moon aus, pfui. Das Blondie sieht schon verdammt lecker aus. Oh, ich würd dir sagen, schick mir mal ein Bild auf Discord. Ich kann mir es gut vorstellen. Bau eine Kochinsel und stell Theken und Ofen in die Mitte des Raums. Ja, aber der Raum ist so klein. Meinst du, das geht? Ich kann natürlich auch noch ein bisschen größer ziehen. Also versuchen können wir es auf jeden Fall. Schon wieder dieses Gitter. I need
Ich schick dann Fotos, wenn alles fertig ist. Oh ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich weiß gar nicht, ich denke nicht, dass du auf meinem Discord bist, oder? Aber du findest mich bestimmt bei der Sumisha. Da bin ich auch auf dem Discord. Wenn wir das ein bisschen größer ziehen. Gerade beigetreten, dankeschön. Jetzt könnten wir das mit der Insel, also mit dieser Insel, mit diesen Inseltheken versuchen. Jetzt könnten wir es echt versuchen. Schauen wir mal. Oh ja, da so einen schönen alten Ofen rein. So einen richtig schönen alten Ofen. So, jetzt muss ich mich aber noch ein bisschen um den Haushalt kümmern. Hab gerade ein bisschen Backleerlauf. Alles klar, dann viel Erfolg dabei. Ich zock auch gerade Sims. Das ist schön. Was spielst du denn gerade? Sarah, sag mal, was spielst du denn gerade? Machst du eine Challenge? Tust du auch ein bisschen bauen? Oder tust du einfach nur so eine Story spielen? Bis auf Discord. Also ich tendiere wirklich schon wieder zu diesen ganz alten. Oder der hier, würde ich auch noch sagen. Ne? Den hier. Ich glaube, der hier wird's. Die hier machen wir wieder weg. Der ist es einfach. Der ist es einfach. Bau eine Tierarztklinik. Oh, sehr cool. Sehr cool. Habe ich auch noch nie gemacht. So eine Tierarztklinik gebaut. Und Nightbot sagt, speichere dein Spiel, bevor es zu spät ist. Machen wir natürlich. Ich habe mich so eine... Ich bin sehr geschädigt mit dem Speichern. Mahlzeit, Bonka, huhu, na alles fein. Hatte ich mega Lust drauf, glaube ich dir. Also manchmal habe ich auch so richtig Bock, irgendwas zu bauen. Und das Gitter war schon wieder da. Also manchmal habe ich richtig Bock zu bauen. Früher habe ich nie gebaut. Da habe ich immer nur so Hasenkasten hingesetzt. Viereckig, Hauptsache es funktioniert. Entschuldigung, jetzt habe ich einen Gena untergeschluckt. Ich wollte gerade gehen. Und seit dem Simcord halt, ne? Xianas Shell, seitdem habe ich gedacht, oh, da kann man ja doch schon mehr, ne? Und vielen Dank, Saga, für dein Follow. Dankeschön. Aber hat gedauert, bis ich das Geld zusammen hatte. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Das kostet ja auch unheimlich viel Geld. Ich, also wenn ich sowas spiele, jetzt wie zum Beispiel Tierarztpraxis oder Restaurant, mache ich das immer so, dass ich ein bisschen Geld spare, dass ich mir das Restaurant kaufe und anderweitig nur ein ganz günstiges Grundstück, wo ich gar nichts drauf baue, dass die Miete nicht so teuer ist. Und baue mir noch zusätzlich ein kleines Häuschen beim Restaurant dazu. Da musst du nämlich die Miete nicht so, ist die Miete nämlich nicht so hoch, ne? Da musst du nicht immer hin und her springen. Kannst dort auch übernachten und so, ne? Musst du halt auch abschließen, dass die Leute, wo für dich arbeiten und die Besucher sind nicht reinkommen, ne? Ja, so habe ich das auch gemacht. Es ist eine gute Idee. Und danke für den Host, Bonka. Dankeschön. Erstes Zimmer fertig. Husch. Ja, das kriegst du noch hin. Das kriegst du noch hin. Wenn die Kinder größer werden, ne? Das ist immer voll die Arbeit.
So, jetzt schauen wir aber mal hier. Wir brauchen eine Theke. Etwas älter getrimmte Theke. Am besten nicht mit Fliesen drauf, mag ich nicht. Sowas zum Beispiel. Ich mag keine Fliesen auf den Dings, ne? Weiß auch nicht warum. Das ist mir dann auch nichts. Bin schon wieder so hin und her gerissen. Es ist immer so, die Auswahl ist halt zwar groß, aber nicht allzu groß. Nicht allzu groß. Es ist halt ein Ding der Unmöglichkeit bei Sims, dass man da vielleicht ein bisschen mehr machen könnte. Ich weiß nicht, die Farbe. Der sieht mir dann schon wieder zu modern aus, ne? Da müsst ihr schon wieder eine modernere Ofen nehmen. Machst du ein Bauernhaus? Nein, Sarah, ich mach ein Hobbithaus. Ich zeig's dir von außen, dann kannst du ein bisschen ein Bild machen. Ich denke mal, du kennst Herr der Ringe. Das kennt jeder. Wir machen ein Hobbithaus. Also es ist ein Bauernhaus, auf jeden Fall, ne? Da kommen noch Felder hin und viel Grün und, ne? Weil Hobbits gern viel essen. Die müssen ja dann auch viel Essen herstellen. Aber, ne? Hobbit-Bauernhaus. Das ist eine coole Idee, dankeschön. Ist halt so ein bisschen schwierig. Mit diesen, weil ich jetzt... Ich sag mal, die Räume sind Dächer. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier... Das steht ein bisschen weit rein, ne? Das siehst du ja, ne? Beim Spielen sieht es auch wieder anders aus. Da kannst du auch nur so spielen. Hier steht halt alles ein bisschen kreuz und quer. Sieht ein bisschen wild aus. Aber ich kann es nicht näher stellen, weil sonst guckt es aus den Dächern raus. Guck. Es sieht jetzt noch ein bisschen, ne? Ein bisschen komisch aus mit dem Streifen und da unten das und so. Aber das tun wir alles noch ein bisschen ändern. Ich tue da Büsche außen rum setzen. Ich tue oben auf den Dächern noch Gras platzieren, noch vom Debug. Das wollte ich gerade sagen, warum kann ich das Dach nicht ändern? So, bitte so. Ne, da tue ich hier hinten zum Beispiel Büsche dran setzen, ein bisschen runtergehen hier so, dass es aussieht, dass es auch wirklich komplett im Boden drin ist. Hier muss ich mir auch noch was einfallen lassen hier. Das gefällt mir auch nicht so. Aber wir wollten halt so ein Blumsklo haben außerhalb. Also haben wir es halt auch so gemacht. Also ich kenne Herr der Ringe aber nicht gesehen. Ja, aber ne, du weißt, was ein Hobbithaus ist. Die findest du ja auch überall im Internet. Die gibt es ja auch übrigens wirklich, ne, die Häuser. Da kannst du wirklich auch Urlaub machen. Ich war schon am Überlegen, aber ich will nicht wissen, was das kostet, ne, dort Urlaub zu machen. Herr der Ringe sind meine Lieblingsfilme. Ja, also wir haben sie auch oft schon durchgeguckt. Auf Amazon haben wir sie durchgeguckt. Wir haben uns auch die kompletten Filme gekauft. Die stehen da im Regal, nie geöffnet. Aber wir haben sie halt gekauft, ne? Sowas vielleicht, aber das ist dann... Ich weiß nicht. Das könnte mit dem Braun ungefähr stimmen. Wenn wir das so machen... Aber dann den Herd wahrscheinlich eher hinten hin, dass man sich vorne vielleicht noch dran setzen kann.
So, vielleicht. Wir versuchen es einfach mal. Mehr wie schief gehen kann es nicht. Und schon geht's schief. Das ist jetzt auch schade. Warum gibt's das hier nur in Rund und da nur das? Ah, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 das will ich nicht. Das will ich nicht. Dann machen wir doch lieber normale hin. Ist ein bisschen eng, ne? Aber wir wollen ja den Essbereich hier draußen hinmachen. So ein kleines Esszimmer hier hin. Ah. Das so machen. Könnten wir eigentlich schon fast lassen, ne? Könnten wir schon fast lassen. Und Nightbot sagt schon wieder, trinkt was. Gott, ist die halbe Stunde schon wieder rum, ey. Ich sehe gerade, ja, ist er. Also Leute, ich kann auch nur noch 10 Minuten. Da muss ich schon Feierabend machen. Vielleicht packe ich es ja am Montag wieder. Aber was mich so jetzt ein bisschen stört, jetzt passt der Herd nicht mehr so, ne? Ah, das mache ich auf jeden Fall noch. Schauen wir mal. Einen flachen Herd. Hier, der hier vielleicht. Ist ein bisschen flacher. Der guckt nicht da oben so raus, ne? Geht mir schon fast wieder fast zu ins Moderne. Aber naja. Einfach mal gucken, ob es funktioniert. Dann muss es doch so ein Herd werden. Vielleicht gibt es ihn dann doch noch in etwas dunkler. Also in ganz dunkel finde ich ihn schon fast zu dunkel. So ist er eigentlich schon zu hell, ne? Und so ist es, ist die Holzfarbe da wieder falsch. Das ist dann, na, na, einfach na. Hi, Nika. Na, alles fein bei dir? Und schon das zweite Zimmer fertig. Jetzt wird erstmal was gegessen, bevor ich das dritte mache. Alles klar, lass es dir schmecken, ne? Mich triggert, dass der eine Kühlschrank unten zu ist, während alles andere unten an der Leiste offen ist. Ja, das ist so. Ne? Ich weiß, was du meinst. Und vielen Dank für dein Follow, Lady. Holla, holla, Soap. Na, alles gut bei dir? Ja, es ist halt so ein Ding, ne? Wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal. Finde ich dann auch so übertrieben, finde ich dann auch nicht gut. Ich müsste den hier eigentlich nehmen, aber da stört mich das da, dass das hier oben so reinguckt, ne? Ist so ein blödes Ding, ey. Das ärgert mich alles ein bisschen. Das ist so der einzige Herd,
wo oben flach ist, wo nichts irgendwie oben einzustellen ist oder sowas. Also hier, ne? Sowas wird mich stören, dass das hier da oben rausguckt. Das stört doch. Bis sie am Kochen stellst da hin, ja, und zack, bumm, bleibst du an diesem blöden Ding hängen. Alles fliegt durch die Küche, ne? Also nicht wundern, ne? Ich denke immer so komisch. Ich mag den Überstand bei dem Reich der Magieherd. Reich der Magieherd. Einen Moment. Den hier. Den haben wir ja. Ja, aber das Problem ist, wenn wir so ein Thekending machen, ne? Und ich stell den jetzt hier rein. Guck mal. Ich weiß nicht. Geht das? Kann man das machen? Vielleicht habt ihr schon recht, so als Spritzschutz, wenn da irgendwas steht oder so. Vielleicht bin ich da auch nur ein bisschen komisch, ne? Naja, gut, ist so ein großes Wort, aber ich würde sagen, ein paar Stunden ist es besser. Da habe ich 2 Wochen Urlaub. Wow, sehr cool. Sehr, sehr cool. Spritzschutz, ja. Spritzschutz. Das freut mich für dich, Soap. Das freut mich. Ja, wenn man sagt, das ist quasi der Spritzschutz, weil da ist ja keine Wand, die das sonst auffangen würde. Ja, hast du eigentlich auch wieder recht. Komm. Komm, wir machen es einfach. Wir machen es einfach. Na. So, dann kommt er halt rein. Sehr gut. Dann lassen wir es so. Da hinten müssen wir halt gucken. Hinten ist halt schwierig, ne? Ich werde jetzt unsere Dame nochmal dahin schicken. Du darfst jetzt mal ein paar Brownies backen. Ich hoffe, dass du jetzt nicht gleich die Bude in lodernden Flammen verwandelst. Aber es scheint zu funktionieren. Sie kommt mal hin an den Kühlschrank. Ja, und das war's schon. Gut, Herd AD. Müssen wir noch ein bisschen nach vorne. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass sie nicht da hinten reinkommt. Ich stelle ihn jetzt einfach mal so dahin. Wie schon gesagt, Feinschliff machen wir später. Na komm schon, versuch's. Okay. Kannst du denn dahinter laufen? Sie kann nicht hier hinlaufen. Das heißt, wir müssen eigentlich noch weiter vor. Ach nee, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt. So, jetzt wird weiter Zimmer eingerichtet. Alles klar, viel Erfolg. Das ist so, das ärgert mich jetzt so ein bisschen, ne? Ich müsste die Küche ja wirklich. Nee, das ist doch nah. Das ärgert mich jetzt. Versuchen wir es mal so rum. Was ich auch blöd finde, wenn du reinkommst und direkt am Herd stehst, ne? Ah, gucken wir einfach mal. Ich bitte dich.
Bitte geh dahin, nimm die Brownies und back sie weiter. Du warst doch hier schon. Sie kommt nicht an die Theke. Warum kann sie denn hier nichts machen? Warum? Warum will sie denn unbedingt hier kochen? Sie hat doch hier auch Platz. Ah, Fragen über Fragen, Leute. Fragen über Fragen. Aber das können wir erst beim nächsten Mal klären. Ich muss leider Feierabend machen. Wir haben jetzt 12 Uhr. Mittagruf. Der Kleine sitzt immer noch da alleine. Und ne, es ist schon lang genug. Ich habe schon wieder überzogen. Ich wollte eigentlich höchstens 2 Stunden machen. Ah. Gut, dann tun wir erstmal noch abspeichern. Das mache ich immer, wenn ihr noch dabei seid. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mal schauen. Alles klar, dann noch einen schönen Tag noch. Adios, alles klar, so. Vielen Dank fürs Reingucken und ich wünsche dir alles Gute, ne? Und ich drücke dir die Daumen, dass du so gut wie möglich durchkommst mit dem bis zum Urlaub, ne? Und ich sehe gerade, ich habe den Chat unter die Aktionsleiste im Stream. Ist auch Scheibenkleister. Der Kleine ruft schon. Habt ihr denn jemand, wo wir hin raiden können? Habt ihr denn irgendjemand zum Vorschlagen? Hättet ihr irgendjemand, wo wir hin raiden könnten? Ich schau gerade mal bei mir. So, ich habe eigentlich nur Selino, ne? Die spielt die Legenden auf, also die Legenden von Zelda. Leider nein, Moon. Ja, das im Moment ist keiner da, gell? Ich habe leider auch niemanden. Schade. Kein Raid-Vorschlag. Alle off. Das ist echt schade. Sollen wir denn mal gucken, wer in Sims denn mal da ist? Vielleicht finden wir irgendjemand Kleines, dem wir eine Freude machen können. Ich gucke mir mal so ein paar Sachen an. Ich bin sofort wieder da. Einen Moment. Also ich sehe es leider nicht. Ich hoffe, dass es auch nicht allzu laut ist. Ich gucke mir mal die Leute an, weil ich schicke euch ungern zu jemanden, wo dann so rumschreit oder so. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ich schau einfach mal. Lilo oder Fox, ist das ein Zeichen? Nein. Nee, ich meine so richtig, so rumschreien, so beleidigen, so. Ihr wisst, was ich meine, oder? So, da haben wir doch schon ein paar Kandidaten. Meine Güte, es sind doch schon einige mit Sims 4 online, ne? Hier. Aha, Sims mitten im Leben. Sie scheint auch gerade zu bauen. Hat einen Zuschauer. Na gut, ich sag mal so, wenn man im Streamtitel schon September stehen hat, dann bettelt man ja schon um Subs. Das will ich auch nicht unbedingt. Finde ich nicht gerade so schön. Macht man nicht, sag ich ganz ehrlich. Bin ich vielleicht auch eigen drin, aber ich finde, muss man nicht unbedingt machen. Werden unsere Angestellten besser? Teeteufelchen. Ich schau mal rein. Bleibt noch dran, Leute. Ich schau mal rein, wie sie ist. Ich glaube, es ändert sowieso gleich. Also sie sieht ziemlich nett aus, sag ich mal. Und auch voll scheiße. Immer wenn sie im Restaurant steht und die Leute sich am Tisch unterhalten, sind die ganze Zeit Und huhu, Lila, sorry, ich habe gerade nicht auf den Chat geguckt. Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut und du hattest einen schönen Start. So, alle Aktivitäten beenden. Wo ist denn mein Date schon wieder? Ja, ich glaube, Teeteufelchen ist eine ganz süße. 32 Follower. Ich glaube, da gehen wir mal hin und überraschen die Liebe mal, oder?
Also wie schon gesagt, ich kenne sie noch nicht, aber der erste Eindruck ist ganz nett. Die Ohrenhose anhat, ist auch ganz süß. Wir gehen einfach mal rüber und gucken mal und schreien mal alle Hallo. Vielleicht erschreckt sie sich, ja. Vielleicht freut sie sich auch zu Tode, keine Ahnung. Ne? Ich gebe mal den Befehl ein. Das sieht einfach immer noch hässlich von außen. Vielleicht sollte ich das einfach mal. Ich kann schon wieder 1000 umdingsen. Nein. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass er reingeguckt hat. Vielen, vielen Dank. Ne? Hat mich wieder riesig gefreut. Und danke nochmal zu Misha für den tollen Raid. Und wir gehen jetzt Teeteufelchen überraschen. Ich hoffe, dass es sich freut. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüssi. Die können trotzdem, weil wen den Koch bestimmt, weil der gutes Essen hat. Ganz sicher wen den Koch. Ich würde auch nur wen den Koch hätten.